Hey meine Fruchtzwerge, Domination Tipps. Ich bin zurück und ich habe eine wirklich abgefuckt umfangreiche Episode für euch. Auf Anfrage eines Abonnenten oder einer Abonnentin, glaube ich, sollte ich die Bücherei unter die Lupe nehmen. Und ich muss sagen, ich dachte mir anfangs so, Bücherei, weißt du eh alles drüber. Oder habe ich mir nicht so gedacht, aber ich dachte, du weißt ziemlich viel darüber, gibt's nicht viel Neues. Guckst du mal kurz nach 10 Minuten, dann hast du das. Ich habe eh hier schon alles erforscht, ist aber nicht so. Bullshit, es gab so viel Neues, was mir nicht bewusst war. So viele kleine Lücken und so viele Muster, wo man auch ganz einfach ahnen kann, was in der Bücherei als nächstes passiert. Ich höre oft die Frage, ich bin jetzt kurz vor dem und dem Zeitalter. Wenn ich im nächsten Zeitalter die Bücherei upgrade, dann will ich unbedingt das Kapitel haben. Was kostet das denn? Ist das Nahrung, ist das Gold, ist das Öl? Wie viel denn? Sowas kann man sich in 90% der Fälle wirklich ableiten. Aus ganz simplen Sachen, die auch wirklich sehr offensichtlich sind, die sind mir aber nicht mal aufgefallen. Dementsprechend, ich werde das Video gliedern in verschiedene Zeitalter. So, also wenn ihr zum Beispiel im Schießpulverzeitalter seid, seid interessiert an den nächsten Forschungen im nächsten Zeitalter, könnt ihr unten einfach auf den Link klicken oder auf den verlinkten Zeitpunkt, werdet dann im Video direkt dahin gelotst und dann habt ihr quasi genau die Bücher an der Hand, die ihr braucht. Als Tipp oder als Empfehlung kann ich euch aber nur geben, schaut euch das ganze Video an, denn ich habe letzten Endes festgestellt, es gibt kein Zeitalter oder keine Stufe letzten Endes, wo es nur irrelevante Forschung gibt. Es gibt immer mindestens ein geiles Buch dabei, was man unbedingt erforscht haben will. Heißt, letzten Endes kommt ihr nicht drum herum, ihr solltet das ganze Video gucken, sonst verpasst ihr auf jeden Fall was. Genau, sollte es noch irgendwelche Fragen dazu geben, unten drunter verlinke ich euch auch noch Wikidominations oder Domi-Wikia. Das Wikipedia für Dominations, das ist Fan-Contributed, das bedeutet, das ist von Menschen geschaffen, genau wie von euch, von Spielern, die interessiert sind und die anderen Fakten bereitstellen wollen. Das ist nicht komplett. Ich habe sehr, sehr kleine Details teilweise recherchiert, wie zum Beispiel, wie viel kostet jetzt MacArthur auf Level 37 aufzurüsten. Es gab ein paar Sachen, die habe ich nicht gefunden, aber 98%, und das werden die Sachen sein, die euch interessieren, weil habe ich da gefunden. Die sind sehr detailreich, sehr informativ, objektiv und auch korrekt dargestellt. Sprich, es hat keiner der Werte bis jetzt nicht gestimmt. Heißt, ihr könnt euch darauf verlassen. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Quelle, wenn man spezifische Fragen hat oder sich eventuell unsicher ist, was nachschlagen möchte. Falls ihr eventuell was findet, was nicht richtig ist, oder wenn ihr Sachen nicht findet, die vielleicht noch ergänzt werden müssen. Wie gesagt, es ist Fan-Contributed, das heißt, ihr könnt gerne helfen, es zu vervollständigen. Jetzt aber von mir eine Bitte, solltet ihr Einträge vornehmen oder Daten verändern innerhalb des Wikia, des Dominations Wikipedia, dann prüft diese Daten bitte. Macht nichts aus Vermutung oder weil ihr ein Bauchgefühl habt, ach, das müsste doch so sein. Ich möchte Fakten haben. Ich möchte, dass es wissenschaftlich zugeht und dass das nicht irgendwie irgendein, weiß ich nicht, ein Kindergarten ist, wo man Sachen einfach reinschreibt, wenn man es denkt. Wenn ihr dazu beitragt, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, weil ich das auch sehr oft nutze. Genau, so viel dazu. Verlinkung habe ich auch schon erwähnt. Dann fangen wir mal generell an mit unseren Informationen. Die Bücherei ist ein Forschungsbuch, ein Forschungsgebäude, das wir innerhalb der Antike zum ersten Mal bauen können. Dementsprechend ist es vollkommen irrelevant, ob es in der Verteidigung zerstört wird. Es können euch keine Ressourcen dadurch gestohlen werden. Wenn ihr das in der Antike baut, schaltet ihr somit automatisch die Stufe 1 eurer Bücherei frei. Was Stufen und Bücher sind, klären wir gleich ganz kurz nochmal. Stufe 1 beinhaltet jeweils 8 Bücher. Genau, in der Antike wird es gebaut. Upgrades. Wir können die Bücherei einmal pro Zeitalter upgraden. Ausnahmen sind das Mittelalter, Industrie und globale Zeitalter, wo wir die Bücherei zweimal pro Zeitalter ausbilden können, ausbauen. Dann haben wir noch die Nomenklatur. Hört sich wissenschaftlich an, ist aber gar nicht schwierig. Die Namensgebung letzten Endes, damit wir jetzt nicht von allen unterschiedlichen Sachen quasseln. Eine Stufe ist die pro Zeitalter freigeschaltete Stufe innerhalb der Bücherei. Eine Stufe umfasst 4 Bücher, jedes Buch umfasst 5 Kapitel. Bedeutet, wir haben 10 Stufen für alle momentan verfügbaren Zeitalter. Dementsprechend haben wir in 10 Stufen 40 Bücher mal 5 sind 200 Kapitel zur Verfügung. Genau, Struktur. Die Struktur innerhalb der Bücherei ist hierarchisch stufenweise strukturiert. Bedeutet, es ist ähnlich der Universität, die Bücher bauen aufeinander auf. Ihr könnt nicht sagen, Töpferei, scheiß ich drauf, ich beginne mit Erkundung. Um mit Erkundung beginnen zu können, müsst ihr das vorhergehende Buch, das durch ein Lesezeichen derselben Farbe markiert ist, mindestens eine Stufe erforschen, wenn nicht sogar mehr. Heißt, ihr müsst Töpferei erforschen, um zur Erkundung zu kommen, um zu Vier-Felder-System zu kommen oder zu Handel und wieder zu Eifer zu kommen.
Genau. Was noch sehr interessant ist, es ist mir vor kurzem erst aufgefallen, die Bücher haben ja Farben und die sind nicht einfach irgendwie gekennzeichnet. Die braunen Bücher sind alle ökonomisch. Blaue Bücher defensiv, rote Bücher offensiv. Dementsprechend sind sie auch miteinander verbunden. Ökonomische Bücher führen immer nur zu anderen ökonomischen Büchern. Somit sind ökonomische Bücher auch nur auf ökonomische angewiesen. Heißt, um Erkundung zu erforschen, müsst ihr nicht Verstärkung oder Söldnergruppen erforschen. Um Wachtürme zu erforschen, seid ihr nur auf Verstärkung angewiesen. Ebenso sehr interessant, man sieht verschiedene Schwerpunkte, weil es hier immer vier Bücher gibt, aber nur drei Schwerpunkte, sprich ökonomisch, defensiv, offensiv, hat jedes Zeitalter oder besser gesagt jede Stufe einen anderen Schwerpunkt. Beispielsweise im Mittelalter haben wir einmal einen ökonomischen Schwerpunkt, sehen wir an zwei braunen, einem blauen, einem roten Buch. Dann haben wir das müsste auch noch Mittelalter sein, in der zweiten Mittelalterforschung haben wir den offensiven Schwerpunkt, in der Schießpulszeitalter einen defensiven Schwerpunkt. So könnt ihr das pro Zeitalter ganz einfach ausmachen. Genau. Und wir haben immer die ökonomischen Bücher oben, in der Mitte immer die defensiven und unten immer die offensiven. Das ändert sich keinmal. Du wirst niemals sehen, dass ein offensives Buch irgendwie nach oben rutscht oder was auch immer. Kosten. Genau. Die Kosten in der Uni sind, und jetzt haltet euch fest, multiplikatorisch steigend, aber stufenweise identisch. Um das runterzubrechen, soll es einfach heißen, Forschung beginnen immer mit einem bestimmten Kostensatz an Gold, Nahrung, später oder auch an Öl und die steigen dann immer um denselben Wert. Bedeutet, fangen wir mit 100.000 an, ist die nächste Stufe 200.000, dann 300.000, dann 400.000 und zuletzt 500.000. Anfänglich gibt es noch zu sagen, hatten die Bücher nur drei Kapitel. Mit einem neuen Update wurde dann das vierte Kapitel implementiert und jetzt vor 7-8 Monaten eventuell, ich bin nicht mehr ganz sicher, das fünfte Kapitel pro Buch. Und das fünfte Kapitel ist bei allen Büchern so ein bisschen tricky, weil normalerweise, habe ich ja eben erwähnt, sind Bücher stufenweise identisch. Bedeutet, die Kosten sind über alle Bücher hinweggehend gleich. Die Ressourcenanforderungen sind unterschiedlich, aber die Kosten sind gleich. Bedeutet, das eine Buch kostet Nahrung, das andere kostet Gold, aber alle Bücher innerhalb von Stufe 1 beispielsweise hier kosten jetzt in der ersten Stufe 50.000. In der zweiten Stufe kosten sie, kurz nachschauen, 100.000, in der dritten Stufe kosten sie 200.000, in der dritten Stufe 400.000 und in der letzten Stufe 800.000. Das ist bei den meisten Büchern identisch, bei einigen Büchern ist aber später ein Versprung drin. Das werden wir dann noch klären. Wir waren jetzt gerade bei den Kosten. Genau. Die Kosten kann man ebenso aber auch noch reduzieren. Und zwar erst einmal durch unsere Weltwunder. Wenn ihr das Schießpulverzeitalter-Weltwunder, meine ich, Notre Dame ausgewählt habt, ich weiß es nicht mehr genau, zu welchem Zeitalter es gehört, wir können ja mal kurz gucken. Das müsste dann früher sein, dann ist es hier wohl das Weltwunder. Nein, ersetzen. Auch nicht, das Kolosseum, stimmt. Da wird es mit dem Kolosseum. Genau, hier haben wir Notre Dame, sprich unser. Was für ein Weltwunder ist das? Classical Age, nee, Iron Age, also es müsste Eisenzeitalter sein. Ist ja auch egal, wenn ihr Notre Dame gewählt habt, vergünstigen sich alle eure Forschungskosten um 10%. Gerade in späteren Kapiteln kann das sehr interessant sein. Ebenso könnt ihr in der Universität erforscht haben, dass sich die ganzen Forschungskosten reduzieren. Das sind aber sehr späte Forschungen und ihr müsst dafür Katharina als auch König Sejong als auch Sultan Salahedin fast bis nach unten erforscht haben, damit ihr hier eine Kostenreduktion erwerben könnt. Ihr könnt hier 10x2% erforschen, bedeutet letzten Endes 20% bei Katharina auf eure ökonomischen, 20% bei Sejong auf eure offensiven und 20% bei Saladin auf eure defensiven Büchereikosten. Ist relativ uninteressant, weil die meisten Leute, ich bin ja auch bei weitem noch nicht da sein werden, aber nice to know an der Seite. Dementsprechend sind die Kosten, die ich jetzt hier erwähne, einfach nur bezogen auf die Grundkosten, die jeder hat, wenn er keine Forschung oder keine Weltwunder mit spezifischen Effekten vorgenommen hat. Bei Stufe 1, sprich der ersten Stufe, die man freischaltet, haben wir die Kosten bereits erwähnt. 50, 100, 200, 400, 800.000. Bei Stufe 2 ist das dann schon was härter. Da beginnt es mit 200, 400, 600, 800, 1 Million. Bedeutet, wir haben die erste Stufe 200.000, dann Verdopplung. Also plus den eigentlichen Wert 400.000, plus den eigentlichen Wert 600.000, 800, 1 Million. Dann haben wir allerdings bei Wachtürmen, Maschinen und Gusseisen dieses berühmte Kapitel, was ich eben angesprochen habe, das fünfte Kapitel und das verspringt. Hier kostet das nämlich keine Million, sondern 1,6. Bedeutet, wir haben den Grundwert 200.000, der verdoppelt sich auf 400.000, kommt nochmal dazu auf 600.000, kommt nochmal dazu auf 800.000, aber kommt dann nicht nochmal dazu auf 1 Million, sondern das vierte Kapitel verdoppelt sich einfach. Das haben wir auch später noch bei sehr vielen Büchern. Und dementsprechend kann man das fünfte Kapitel nicht einfach vorhersehen. Da sollte man prüfen, wenn man sich sicher sein möchte, in Dominations Wikia. Bei Kapitel 1, 2, 3, 4 kann man es ganz einfach erahnen. Wenn man sieht, Erkundung kostet 100.000, wird Wachtürme auch 100.000 kosten, Maschinen auch 100.000 und Gusseisen ebenso.
Um nochmal auf die Kosten zurückzukommen, anhand unserer Farben der Bücher können wir nämlich jetzt auch die Kosten erahnen. Was ziemlich cool ist, defensive und offensive Bücher sind ganz klar strukturiert. Bei den meisten ökonomischen Büchern ist es aber so, dass wir da ein kleines Problem drin haben. Man kann das nicht immer erahnen. Bei den ersten Büchern ist es jetzt sehr einfach. Da schauen wir mal, Töpferei bedingt unsere Nahrungsproduktion. Wir gehen nämlich hier auf unsere Bäume ein. Wir gehen auf unsere Bäume ein, ganz genau. Und daher kostet das Kapitel, genauso wie bei den Bäumen entgegengesetzt, es kostet Gold. Bei den Straßen gehen wir auf Gold ein, dementsprechend entgegengesetzt kostet es Nahrung. Viel klarer sieht es aus bei unseren Defensiv- und Offensivforschungen zum Glück, denn das sind meiner Meinung nach auch die relevanteren Forschungen. Und hier haben wir immer den Fall, was ist mit unseren Defensiven, schauen wir uns mal an. Mauern kosten Gold. Burg ist natürlich eine Ausnahme, Flugabwehr kostet Gold, Mörser kosten Gold, alle defensiven Gebäude in der Regel kosten Gold, mit wenigen Ausnahmen. Dementsprechend sind auch alle unsere Defensivforschungen goldbasiert. Später kommen ölbasierte Forschungen hinzu, darauf gehen wir gleich noch ein auf den Unterschied. Alle unsere roten Bücher sind offensive Bücher. Was ist mit unserer Offensive? Kasernen, Söldnerlager, Truppenforschung kostet alles Nahrung, dementsprechend kosten auch alle offensiven Bücher Nahrung. Heißt, schaut euch die Bücher an, selbst wenn ihr jetzt wie ich noch nicht im neuen Zeitalter seid, könnt ihr schon sehen, hier sind die Bücher zwar alle noch grau, aber ich sehe, hey, das rote Buch führt zu Befehl und Kriegsführung. Was wird das jetzt also kosten? Nahrung. Ab dem Industriezeitalter ist das leicht anders, weil man da kategorisieren muss zwischen Öl und Nahrung, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Auf jeden Fall könnt ihr, selbst wenn die Bücher noch keine Farbe haben, weil ihr es noch nicht ausgebaut habt, aufgrund der Verbindung der Bücher schon erahnen, was sie kosten. Kommen wir jetzt zum Industriezeitalter. Ab dem Aufklärungszeitalter gibt es das Öl. Forschungstechnisch relevant wird es aber erst ab dem Industriezeitalter. Was bedeutet, dass wir hier nicht mehr vereinheitlichen können, Defensivforschung kosten Gold, Offensivforschung kosten Nahrung. Denn wir müssen hier unter anderem gucken, Nationalismus. Okay, Defensivforschung müsste Gold kosten, ist aber nicht so. Es geht um unsere Bunker. Bunker und schwere Panzer werden mit Öl betrieben, mit Öl upgraded und mit Öl gebaut. Heißt, dieses Kapitel kostet auch Öl. Kann man sich sehr leicht herleiten. Schwere Bewaffnung, schauen wir mal rein. Maschinengewehre, Saboteure, schwere Panzer, Maschinengewehr sind alles Fabriktruppen. Fabrik, Panzer, alle Truppen werden mit Öl wiederum gebaut, upgegradet, gekauft, was auch immer. Heißt, es ist wieder ein Ölkapitel. Da muss man also ein bisschen mitdenken und kann nicht direkt verallgemeinern. Luftfahrt dasselbe, geht um unsere Flugzeuge, kostet Öl, also kostet die Forschung auch Öl. Luftabwehr, die zu bauen und abzugehen, kostet Gold, kostet also wieder Gold. Genauso müssen wir dann differenzieren bei den verschiedenen Kapiteln. Hier zum Beispiel Kriegsführung, nur ein Beispiel, Bazooka. Ich höre schon Bazooka, denk an die Fabrik, weiß also, es kostet keine Nahrung, obwohl es ein Offensivkapitel ist. Ich weiß, es kostet Öl. Jetzt habe ich euch genug vollschwadroliert, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Forschungsdauer, die ist auch stufenweise gleich. Und zwar haben wir bis zum Industriezeitalter immer denselben grundsätzlichen Forschungsansatz. Das heißt, bis inklusive Stufe 7 in unserer Bücherei kostet oder dauert jedes erste Kapitel eines Buches nur 4 Stunden. Darauf aufbauend werden die weiteren Forschungen immer länger dauernd. Am Anfang sind wir, glaube ich, bei maximal 2 Tagen und im Atomzeitalter sind wir dann so weit, dass unsere letzte Stufe, sprich die letzte, das fünfte Kapitel unserer Stufe 10 Bücher, dauert 13 Tage. Das ist natürlich extrem lang. Ebenso haben wir den Fall, dass im globalen Zeitalter, sprich in Stufe 8 und Stufe 9, die ersten Stufen keine 4 Stunden, sondern 8 Stunden mehr dauern und im Atomzeitalter ist die erste Stufe sogar schon noch länger, muss ich mal kurz gucken, da dauert sie sogar 16 Stunden schon zum Erforschen. So viel zu der Dauer der Erforschung. Genau, die Kosten hatte ich auch schon angesprochen. Als letztes kommen wir noch zu ein paar Übersetzungsfehlern. Und zwar gibt es richtige nasty Übersetzungsfehler, die ich auch schon oft gehört habe. Man kann denen allerdings sehr klug aus dem Weg gehen, auf zweierlei Art und Weisen. Erstens gibt es hier hinten das Kapitel Sprengstoffe. Und da habe ich von vielen Spielern schon gehört, wow, geil, da werden die Mörser besser. Und ich habe es am Anfang genauso gehypt, weil ich dachte, fett, meine Defensivgebäude werden einfach noch besser. Und gerade die Mörser, ich feiere die ja übertrieben. Was man allerdings jetzt sieht, bei mir sieht man jetzt, hier steht Wachmörser. Das liegt aber nur daran, weil ich meine Mörsertruppen erforscht habe. Normal steht hier tatsächlich Mörser, wenn man sie nicht erforscht hat. Und das bedeutet letzten Endes, dass es sehr zwiespältig ist und man weiß nicht, meint das jetzt meine Offensiv- oder meine Defensivtruppen? Wie kann ich dem Ganzen aus dem Weg gehen? Wir gucken uns wieder unsere Buchverbindung an. Rotes Buch führt zu Befehl und Kriegsführung. Befehl und Kriegsführung führt zu Sprengstoffe. Heißt, Sprengstoffe wird ein rotes Buch sein, ein offensives Buch. Unsere Mörser in der Basis sind defensiv, also sind hiermit gemeint unsere Kasernentruppen. Zweite Methode, wie man dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Das Spiel wurde übersetzt aus dem Englischen und da sind Fehler unterlaufen. Geht einfach hier an die Seite, wählt Deutsch aus, geht auf Englisch, soweit ihr Englisch versteht.
versteht. Tut ja sogar noch was für eure Schulbildung. Super, Dominations Tipps erfüllt sogar den Bildungsauftrag. Und dann habt ihr diese Übersetzungsfehler nicht, weil dann steht hier unter anderem nicht mehr Mörser, sondern Guard Mortar. Und das ist ganz klipp und klar unsere Offensivtruppe. Ebenso gibt es hier noch eine kleine Verwechslung, ich glaube bei Zitadellen. Da steht hier nämlich Ballisten. Und hier unten bei Ballistik steht auch normalerweise Ballisten, wenn man die Truppen hat. Ich habe jetzt halt Industriezeitalter-Truppen, darum steht hier Artillerie. Aber wenn hier Balliste steht, wäre man sich auch unsicher. Offensiv- oder Defensivtruppe ist gemeint, rotes Buch, klipp und klar. Sie meinen also meine Offensivtruppe, sprich die in der Kaserne. So viel jetzt dazu, wir sind damit durch und damit können wir mit dem eigentlichen Thema beginnen. Und zwar nähern wir uns zeitalterweise. Hiermit beginnen wir jetzt mit der Antike. Wie bereits gesagt, wenn man die Bücherei innerhalb der Antike als frühestes Zeitalter baut, bekommt man sofort Zugriff auf die ersten, oder quasi es ist nur eine Stufe, aber eine besondere Stufe, nämlich die einzige Stufe, die 8 anstatt nur 4 Bücher beherbergt. Heißt, wir haben hier 8 Bücher zu je 5 Kapiteln und damit letzten Endes einen sehr wichtigen Grundstein für die weitere Forschung, die wir legen müssen, weil wir hier schon sehr fundamentale Sachen erforschen, die später wichtig werden im Spiel. Gehen wir mal auf Stufe 1 selbst ein. Wir haben, ich habe es mir gekennzeichnet, was halte ich als interessantestes Kapitel für Stufe 1? Da finde ich 2 Kapitel sehr interessant und das ist sowohl Verstärkung als auch Söldnergruppen. Markiert habe ich mir hier, dass wir alle Kapitel interessant finden, nicht nur spezielle. Wir bekommen hier mehr Waldverteidiger, mehr Angriff von Verteidigern, weitere versteckte Verteidiger, Verteidigergesundheit und nochmal Angriff von Verteidigern. Sollte man alles erforschen, da kann man kein Kapitel auslassen. Söldnergruppen dasselbe. Söldner Gesundheit, Angriff, Limit, Angriff, Gesundheit. Alles super gut. Auf jeden Fall diese beiden Kapitel würde ich priorisieren und zuerst erforschen. Machen wir nochmal ein ganz kurzes Rechenbeispiel. Wir haben hier eine blaue Forschung. Dementsprechend weiß ich, es ist eine Defensivforschung. Dementsprechend weiß ich, ich brauche Geld dafür. Und ja, das wäre zum Beispiel so ein Ansatz, wenn man nicht wüsste, was man jetzt forschen müsste. Wir gehen aber mal weiter. Wir haben auch noch die Straßen und Bücher und Töpferei. Bei Straßen und Töpferei wissen wir, es sind 2 ökonomische Kapitel, Bücher und die haben dementsprechend relativ weniger interessante Kapitel. Bei Töpferei ist das Ganze noch so, dass wir bei Stufe 3 und Stufe 2, 3 und 5 relativ interessant finden. Und zwar bekommen wir hier einmal mehr Obstbäume, was letzten Endes bedeutet, dass wir auch mehr Ressourcen, das ist relativ uninteressant, aber auch mehr Handelsgüter bekommen. Gerade für sehr hohe Spieler werden jetzt die Glocken angehen oder die Alarmglocken, denn Handelsgüter sind oftmals Mangelware. Das ist schon mal sehr nice. Hier haben wir nochmal 2 Obstbaumlimits, selber Effekt und hier plus 10% Chance auf eben die Handelsgüter, die wir bekommen, sowohl von unseren Bäumen als auch von unseren Minen. Heißt, Töpferei ist sehr hilfreich. Als letztes haben wir noch Straßen. Bei den Straßen habe ich markiert, es sind Kapitel 1, 3 und 4 interessant, sprich mehr Straßen und Haltbarkeit für Stadtzentrum. Das Straßeneinkommen ist jetzt nur nice to have. So, also würde ich sagen, die 5. Stufe kann man so lange auslassen, bis dass man tatsächlich von Töpferei, Verstärkung und Söldnergruppen alles Signifikante erforscht hat. Kommen wir zum nächsten Abteil noch von immer noch Stufe 1. Hier habe ich als wichtigstes markiert Maschinen. Hier geht es um unsere Katapulte. Alles interessant. Sofort durchforschen würde ich als allererstes forschen. Ihr bekommt mehr Angriff, mehr Haltbarkeit, sogar ein Katapult mehr, euer drittes. Und wieder mehr Haltbarkeit und letzten Endes steht hier Katapultangriff 10% schneller. Da fragen mich so viele, was das bringt. Weiß ich auch nicht, warum sie nicht einfach geschrieben haben, plus 10% Katapultangriff. Es äußert sich auf jeden Fall in genau demselben. Unsere Katapulte bekommen 10% mehr Schaden. Heißt, auf jeden Fall erforschen. Als zweitinteressantes habe ich mir markiert, sowohl Wachtürme als auch Gusseisen. Hier haben wir eine Offensivforschung. Unsere Infanteristen werden besser. Unsere Fernkämpfer, unsere Raider, unsere Infanteristen bekommen mehr Gesundheit und mehr Angriff von unserer Infanterie gegen feindliche Infanterie. Besonders interessant sind hierbei Kapitel 2 und 4. Das 5. Kapitel kann man eigentlich rauslassen. Kapitel 2 habe ich als allerinteressantestes markiert, da ich Nahkämpfer nur zum Aufräumen benutze und dementsprechend immer auf die Fernkämpfer angewiesen bin. Darum habe ich auch bis zu Kapitel 2 geforscht und dann erstmal auf ein anderes Buch fokussiert. Die Information habe ich übrigens vergessen, die kann ich jetzt nur nachreichen. Man kann natürlich immer nur ein Buch in der Uni forschen. Heißt, ihr könnt jetzt nicht 4 oder sogar 6 Bücher gleichzeitig forschen. Ich denke, das ist aber jedem klar gewesen. Was wir dann noch haben, Wachtürme habe ich hier angesprochen, auch noch sehr interessantes Kapitel, auch alles forschen, wir bekommen einen Wachturm mehr Haltbarkeit, mehr Angriff, einen Wachturm mehr und 10% mehr Angriff, also
Ohne Ausnahme könnt ihr einfach alles erforschen. Bei Erkundung habe ich gesagt, Kapitel 1 und 5 sind interessant. Da wir hier wieder von Hierarchie sprechen, muss man 1, 2, 3, 4 erforschen, damit man auch zum 5. Kapitel hinkommt. 1, 10% Kostenerstattung für die Wälder. Gerade im Endeffekt oder so ab Waldstück 20, 30 kosten die alle durchgehend 6 Millionen. Dann ist das ganz nice, wenn man 600.000 rückerstattet bekommt. Ein Goldminenlimit mehr ist auch nice, weil wir dann mehr Metall bekommen, weil wir das öfter oder quasi mehr Goldminen täglich abräumen können als normal. Kommen wir weiter, oder gehen wir weiter, jetzt kommen wir zum Mittelalter. Und beim Mittelalter ist es so, dass wir einen ökonomischen Schwerpunkt haben. Das seht ihr wieder, wir haben zwei ökonomische Bücher hier oben gehighlightet, also sprich nur ein defensives, nur ein offensives Buch. Und beim Mittelalter habe ich mir aufgeschrieben, dass am interessantesten die Wälle sind. Ganz klipp und klar, denn alles erforschen. Wir bekommen dreimal fünf Mauern mehr, heißt 15 Mauern insgesamt, 10% Haltbarkeit und auch noch 5% Stadtzentrum-Haltbarkeit. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Absolut sinnvoll. Zweitwichtigstes Kapitel ist unsere Ritterlichkeit hier unten. Hier bekommen wir nämlich Panzergesundheit, wäre bei euch jetzt Kavallerie je nach Zeitalter, Artillerieangriff, Versorgungskarrengesundheit, Panzerangriff und Versorgungskarrengesundheit. Besonders interessant habe ich mir hierbei aufgeschrieben, sind 2, 3 und 5, bedeutet Artillerieangriff, Versorgungskarrengesundheit und Versorgungslastwagengesundheit, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist deren eigene Gesundheit gemeint. Okay, genau. Da wir bis zu Kapitel 5 forschen müssen, heißt es letzten Endes auch, dass wir Kapitel 1, 2, 3 und 4 auch erforscht haben müssen, da es ja, wie gesagt, hierarchisch ist. Als nächstes Interessantes habe ich noch aufgeschrieben, Handel und Vierfeldersystem sind beide gleich interessant in dem Sinne, kann man aber vernachlässigen, denn Handel betrifft letzten Endes nur, man hat mehr Karawanen und die erzeugen mehr Einkommen. Vierfeldersystem dasselbe, man hat mehr Farmen, man bekommt mehr Einkommen dadurch. In allerletzter Konsequenz bekommt ihr etwas mehr Hitpoints für eure Basis und wenn ihr später den Kreml spielt, könntet ihr euch darüber freuen, wenn ihr ein paar Farmen mehr habt. Aber das sind so kleine Effekte, dass ich ganz ehrlich sagen muss, das sind absolut nebensächliche Bücher. Konzentriert euch im Mittelalter auf jeden Fall zuerst auf Wälle und Ritterlichkeit. Gar keine andere Option. Als nächstes gehen wir ein auf unsere Stufe 3. Die ist ebenfalls Mittelalterforschung. Hier bekommen wir einen offensiven Schwerpunkt. Und hierbei als größtes oder als wichtigstes Buch habe ich die beiden offensiven Bücher gekennzeichnet, oder? Ja, genau, die beiden offensiven Bücher, denn unter Kampftaktiken bekommen wir 20% mehr Dauer, 10% mehr Schaden und Heilung, eine zusätzliche Taktik und dann Kapitel 4 und 5 sind weniger interessant, die werden erst interessant in späteren Zeitaltern, die kann man im Mittelalter auch noch gar nicht forschen, weil sie so viel Gold kosten, meiner Meinung nach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall bekommt man den Verrat ja auch erst im Aufklärungszeitalter und den Köder erst im Industriezeitalter, also forscht bis Stufe 3 im Mittelalter, danach ist gut erstmal. Bei der Ballistik habe ich aufgeschrieben, ist interessant, 2, 3 und 5, heißt, wir müssen leider wieder bis zum Ende forschen. 1 wäre mehr Pioniergesundheit, ist eigentlich für die Katz. In besonderen Fällen kann es euch helfen. Zweitens ist verringert Truppenplatzbedarf für Artillerie um 1, ist nice, kosten dann keine 10, sondern nur noch 9. Kapitel 3 ist auch nice, weil eurer Versorgungslastwagen dann anstatt 8 nur noch 7 kostet. 20 ist wieder Pionier, also Stufe 4 ist wieder 20% mehr Pionierangriff, fällt auch wieder hinten runter, ist meistens uninteressant. Stufe 5, sehr interessant, wieder so Bullshit formuliert. Artillerie greift 10% schneller an, da höre ich von so vielen Leuten, dadurch ist sie doch gar nicht mehr stärker. Doch, sie ist schon stärker, aber es ist auch blöd formuliert. Sie hätten auch einfach hinschreiben können, 10% mehr Artillerie. Angriff. Ja, so viel dazu. Ballistik, Kampftaktiken, genau. Als nächstes interessantes Kapitel haben wir noch das Befestigungskapitel. Garnison Haltbarkeit, Angriff von Garnisonsverteidigern, Garnison Limit. Kann man durchweg alles erforschen. Gerade das letzte Kapitel ist hier interessant, denn wir bekommen minus 50% Erscheinungszeit der ersten Garnisonswelle. Heißt, wenn der Feind kommt, hat man, wenn man im Endeffekt alles erforscht hat und auch noch die Akropolis zu stehen hat, nach, glaube ich, 2 Sekunden bereits die Verteidiger auf dem Feld. Und das ist ultra schnell. Da kann der Feind diese Dinger nicht mehr abräumen, es sei denn, sie stehen direkt am Rand. Uninteressantes Kapitel, aber dennoch eigentlich ganz okay, ist unser Eifer-Kapitel, das unsere Segen betrifft. Hier können wir Segenskraft, Segensdauer erforschen. Ja, Lirum Larum Löffelstiel, nicht interessant. Schaltet einen Segen frei, der versteckte Waldverteidiger verruft. Meiner Meinung nach total obsolet, kostet viel, bringt nur 4 Ponys mehr, die aus dem Wald rausgeritten kommen. Die sind eh total oft Schrott, gerade wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt in späteren Zeitaltern. Kapitel 4 und 5 sind interessant, denn da bekommen wir einen Taktiksegen. Für aktive Spieler ist es interessant. Und wir bekommen den Fallensegen, der derzeit leider nicht reimplementiert ist, der aber bald wiederkommen soll. Und der macht unsere Fallen dreimal wieder neu scharf, wenn wir angegriffen wurden. Das kann uns eine ziemliche Menge Gold ersparen. Dementsprechend sehr geil, das 5. Kapitel.
Damit gehen wir weiter. Wir kommen zu Stufe 4 und sind somit auch im Schießpulverzeitalter angekommen. Am allerinteressantesten haben wir hier die Bannerforschung. Habe ich ganz klipp und klar gekennzeichnet, denn Banner betrifft unser Versammeln. Minus 5% Abklingzeit von Versammeln heißt, wir können Versammeln 5 Sekunden schneller einsetzen. Plus 100% Dauer von Versammeln heißt, das Versammeln an sich, sprich das ganz minimal erhöhte, die erhöhte Feuergeschwindigkeit, die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit unserer Truppen ist verdoppelt. Plus 15 Sekunden Kampfzeit zweimal heißt 30 Sekunden längerer Gesamtkampf. Plus 15 Sekunden für schnellen Sieg heißt anstatt 1 Minute 75 Sekunden, um den schnellen Sieg zu erringen. Am zweitinteressantesten habe ich sowohl Ingenieurwesen als auch Partisanen gekennzeichnet. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich subjektiv finde das Ingenieurwesen besser. Wir bekommen hier immer nur mehr Limits für unsere Fallen von allen. Partisanen spezifiziert sich auf unsere Verteidiger, speziell unsere Stadtzentrumverteidiger. Ihr seht, wir bekommen hier 4 neue, ist jetzt gar nicht mal so interessant. 20% mehr Gesundheit ist auch okay, 4 neue. Ja gut, da kommen Infanteristen raus, die werden eh platt gemacht. Plus 10% Angriff von Verteidigern. Das ist natürlich sehr interessant, weil damit alle unsere Verteidiger gemeint sind, bekommen wir damit mehr Gesundheit und mehr Angriff. Und letzten Endes bekommen wir auch minus 50% Erscheinungszeit der ersten Stallwelle. Heißt, wir haben nicht nur unsere Garnisonen, sondern auch die Ställe, später Panzerdepots mitgeboostet, wodurch die auch sehr viel schneller gespawnt werden. Heißt bei den Partisanen Stufe 5 definitiv am interessantesten, kostet dafür auch am meisten. Als letztes haben wir das Hundeforschungskapitel, finde ich ziemlich uninteressant, aber ich gehe trotzdem darauf ein. Wir bekommen 5% mehr Ressourcen von der Jagd, ist ein Furz, da kommt dann anstatt aus dem Kaninchen 1200 Gold, kommt dann aus dem Kaninchen, weiß ich nicht, 1250, 1260 Gold raus, ist absolut für die Katz. Beim Bär wird sich vielleicht eventuell minimal lohnen. Dann Kapitel 2, plus 20% Chance auf das Finden von Fellen und Ledern. Sehr geil, gerade für mich, wo ich so oft den Ölsägen anhab. Im Industriezeitalter kann ich das empfehlen. Stufe 3, erhöht die Chance auf das Finden von Bären und Wildschwein. Ganz okay. Ja, ist in Ordnung. Ich merke jetzt nicht, dass die Chance signifikant erhöht ist, aber es steht hier auch nicht um wie viel. Erhöht die Maximalzahl von Hirschen, ist ganz cool. Ich habe alle 2-3 Tage mal einen da stehen. Hat mich aber auch 4 Gold gekostet letzten Endes. Dann letztes Kapitel, erhöht die Maximalzahl von Tieren um 1, ist auch in Ordnung. Ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Also definitiv zuerst erforschen Banner, dann von mir aus Ingenieurwesen, Partisanen und zuletzt die Hunde. Gehen wir weiter zum Aufklärungszeitalter. Hier haben wir einen offensiven Schwerpunkt. Und beim Aufklärungszeitalter habe ich mir markiert, dass stehendes Heer am interessantesten ist und danach gleichermaßen Zitadelle und Führung. Aber Bankgeschäft ist auch nicht zu vernachlässigen. Meiner Meinung nach ist das Aufklärungszeitalter das Zeitalter, wo tatsächlich alle Forschungen absolut relevant sind und es keinen großen Unterschied macht, welche Forschung man jetzt zuerst ausführt. Da man die Offensivstärke aber immer am ehesten spürt, kann ich euch dennoch sagen, man könnte das stehende Heer präferieren und hier zuerst die Forschung unternehmen. Wir bekommen hier insgesamt plus 15% Truppenkapazität. 2, 3, 5, nochmal 5 heißt insgesamt 15 Truppen mehr und wir bekommen plus 10% Gesundheit und Angriff unserer Truppen. Das ist natürlich heftig in einem, also mega geiles Kapitel. Dann Führung haben wir noch. Hier beginnt das zum ersten Mal. Im Aufklärungszeitalter haben wir ja bereits das Öl und wir sehen hier ein rotes Buch. Heißt, eigentlich wäre das eine offensive Forschung, dementsprechend Nahrungsforschung. Es geht aber um unseren Generäle und Generäle ab einem gewissen Zeitpunkt, sprich ab Stufe 10 oder ab dem Industriezeitalter, kosten sie halt Öl und das Generalkapitel kostet halt auch schon Öl zur Forschung. Ist also wieder so ein kleiner Versprung von den Kosten her oder von der Ressourcenquelle. Dann haben wir noch das Zitadellenkapitel, auch sehr cool für unsere Verteidigung. Ballisten, damit sind Kanonentürme gemeint. Haltbarkeit wird erhöht, Reduten, Burg, Redutenangriff, Ballistenangriff 10% schneller. Wieder so blöd formuliert, die werden dadurch 10% schneller, unsere Kanonentürme oder Antipanzerwaffen. Dann haben wir noch Bankgeschäft, betrifft unsere Schatzkammer, Handelsgüterhaus, Lagerhaus, ich glaube Lagerhaus heißt das Scheißding. Und zwar können wir 2 mehr Handelsgüter lagern, sehr cool. Hier am interessantesten sind natürlich letzten Endes Kapitel 2, 3 und 5. Kapitel 4 und Kapitel 2 sind vollkommen okay, aber sind jetzt nicht wirklich bemerkbar. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die mehr Handelsgüter lagern könnt, denn 6 Handelsgüter mehr sind letzten Endes eine große Menge. Gerade wenn es darum geht, in kurzer Zeit neue Söldner anzuheuern oder Taktiken auszubilden oder Segen anzumachen. Wir kommen zum nächsten Kapitel und widmen uns damit dem Industriezeitalter. Hier gibt es wieder 2 Stufen, sprich Stufe 6 und Stufe 7. Bei Stufe 6 haben wir wieder 4 Bücher. Ökonomischer Schwerpunkt, wir fangen an
mit dem Kapitel, das ich als interessantes erachte. Und das im ersten Industriezeitalter auf jeden Fall sowohl Nationalismus als auch Ersparnisse. Je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt legt, wenn man Probleme mit Upgrades hat, kann man zuerst die Ersparnisse machen, ansonsten Nationalismus. Nationalismus betrifft unsere Bunker. Und zwar haben wir hier zuerst Tropfen auf einen heißen Stein, 10% mehr Bunkerhaltbarkeit ist obsolet. Dann haben wir plus eine Maximalzahl Anzahl schweren Panzern aus den Bunkern. Die erste Welle kommt relativ schnell, die zweite Welle an Panzern kommt relativ langsam. Heißt letzten Endes, es kommt meistens gar nicht dazu, dass überhaupt mehrere Panzer auf dem Feld sind. Heißt, das zweite Kapitel ist auch nicht so interessant. Das dritte Kapitel ist sehr interessant, wir bekommen einen zweiten Bunker dazu. Viertes Kapitel auch sehr interessant, fünftes Kapitel wieder Tropfen auf den heißen Stein. Kostet zudem 90.000 Öl, kann ich euch also insgesamt gar nicht empfehlen zu erforschen. Ich habe es nur erforscht, weil ich viel zu viel Öl hatte und gar nicht wusste, wohin damit. Ich wurde einfach zu oft ausgeraubt. Dann gehen wir auf das auch mit interessanteste Kapitel der Büchereistufe ein. Da sind wir bei den Ersparnissen. Und zwar haben wir einmal Schatzkammer bringt 5% Zinsen nach 24 Stunden. Ist natürlich cool, wir haben wieder einen prozentualen Wert. Heißt letzten Endes, umso mehr wir in der Schatzkammer einlagern können, umso mehr Zinsen bekommen wir auch. Und dementsprechend sollte es auch euer Interesse sein, die Schatzkammer abzugraden. Plus 100.000 Kapazität für Nahrung und Gold aus der Schatzkammer erhöht natürlich auch die Zinsen, die wir bekommen. Die Schatzkammer kann 6.000 Öl lagern, auch sehr cool. Nochmal Kapazitätserhöhung bringt auch wieder mehr Zinsen. Und zuletzt nochmal die Ölerhöhung oder Kapazitätserhöhung für das Öl. Als letztes haben wir dann noch schwere Bewaffnung. Betrifft nur unsere Fabrik. Hier können wir Maschinengewehrangriff erhöhen, Saboteurangriff, Flächenschaden für den MK2-Panzer oder auch MK3-Panzer, je nachdem welches Zeitalter ihr seid, Truppenplatzbedarf von 25 auf 24 verringern und Maschinengewehrgesundheit. Das kann ich natürlich nur Leuten empfehlen, die auch mit Fabriktruppen spielen. Wenn ihr nicht damit spielt, definitiv zuerst alle anderen Sachen erforschen und dann erst hier unten, wenn es euch interessieren sollte. Was sehr interessant ist, ist der Flächenschaden für euren Panzer als auch der Truppenplatzbedarf. Denn wenn ihr die Sachen erforscht habt, nehmen alle Truppen, die ihr gespendet bekommt, auch eben diese Sache an. Heißt, es ist völlig egal, ob ihr jetzt von irgendjemandem einen Panzer gespendet bekommt, der es noch nicht erforscht hat. Alle Forschungen, die ihr bereits durchgeführt habt und die bei euch beendet sind, werden auf sämtliche Truppen angewendet, die ihr auch dementsprechend bekommt. Heißt, habt ihr den Flächenschaden erforscht, haben eure Panzer auch den Flächenschaden. Sehr cool. Ich denke, soweit sind wir durch für Stufe 6. Wir gehen weiter zu Stufe 7. Bei Stufe 7 sind wir immer noch im Industriezeitalter und als interessantestes habe ich die beiden Luftkapitel, Luftfahrt und Luftabwehr hier unten gekennzeichnet. Beide mal gleichermaßen interessant, da aber viele die Offensive präferieren, gehen wir zuerst und somit priorisiert auf das Luftfahrtkapitel ein. Hier geht es nur um unsere Flugzeuge, hier bekommen wir einmal mehr Angriff, nochmal mehr Angriff, aber einmal für unsere Flugzeuge, einmal für unser Luftschiff sehe ich gerade, sprich für unseren Bomber. Dann einmal mehr Kapazität, das ist mitunter das interessanteste Kapitel, weil wir dadurch ein zweites, je nach Upgrade-Stufe im Industriezeitalter sogar drittes Flugzeug dazu bekommen oder einen dritten Platz an Kapazität. Viertes Kapitel ist wieder Gesundheit für unsere Flugzeuge und letzten Endes Flugzeughaltbarkeit. Ich denke, durch die spezifische Formulierung, dass hier nur Dreidecker steht, sind hiermit tatsächlich nur die Flugzeuge gemeint und hier unten tatsächlich Flugeinheiten. Sprich, damit sind auch die Bomber, später auch falsche Megatransporter, wie heißen die? Transporter, glaube ich. Und sind damit alle Flugeinheiten gemeint. Gehen wir zur Luftabwehr über. Luftabwehr ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Gerade ab dem Industriezeitalter wird euch das ganz schmerzlich bewusst werden, wenn ihr das erste Mal mit Flugeinheiten angegriffen und platt gemacht werdet, weil die so stark sind und so präzise und oft einsetzbar. Die sind viel besser steuerbar als Bodentruppen. Hier haben wir jetzt einmal in dem Kapitel mehr Angriff, ein zusätzliches Limit, sprich eine dritte neue Flugabwehr, zweimal mehr Haltbarkeit und somit auch am Ende zweimal mehr Angriff. Komplett erforschen, da gibt es keine Präferierung, was ihr zuerst oder überwiegend erforschen solltet. Als nächstes Interessantes habe ich gesagt, die letzten beiden Kapitel Verhandlung und Internationalismus sind beide relativ uninteressant, aber wenn ihr euch entscheiden müsst, geht definitiv auf den Internationalismus ein. Die Verhandlungen kann ich im Ganzen überhaupt nicht empfehlen. Ich kann sie nur empfehlen, wenn ihr tatsächlich ein Ordensjäger seid, der jenseits der 2000 Orden ist. Es ist kein Ordensjäger, der unter 1800 Orden rumkrebst. Ich würde selbst für mich sagen, ich bin in einem Ordensbereich, der annehmlich ist ab 2400 bis 3000 Orden, aber ab 2000 Orden kann man es schon durchgehen lassen. Andernfalls kosten euch das mehrere Millionen Gold und ihr bekommt dadurch nur längere Friedensverträge, die ihr ohnehin beendet, bevor sie auslaufen. Ich bin jetzt nicht drauf eingegangen, ihr seht hier, plus eine Stunde bekommt ihr immer jeweils für große, mittlere und kleine Friedensverträge. Alles Bullshit meiner Meinung nach, ich brauch's zumindest gar nicht, weil ich nicht mehr auf Orden gehe. Dann hier sind wir beim Internationalismus, das beschäftigt sich mit unseren
Boni, die wir von unserem Schiff quasi bekommen, für unseren Liga-Bonus und für unsere tägliche Belohnung mit Handelsgütern. Wir bekommen hier 10% mehr aus den Liga-Belohnungen an Kampfbelohnungen, an Gold und Nahrung. Dann hier kommt das, wenn das Schiff unten an unserem Dock anlegt, bekommen wir ein Handelsgut mehr, ist ganz okay, aber gerade umso höher unsere Liga ist, umso mehr Sinn macht das. Das Liga-Boot legt eine Stunde früher an, ist auch ganz cool. Mehr Ölbelohnung und letzten Endes ein bisschen Gold- und Nahrungsbelohnung mehr, aber umso tiefer deine eigene Liga ist, umso weniger Sinn macht das Ganze auch, weil 10% von 10.000, da schläfst du fast ein. Das sind 1.000, genau, 1.000 Gold oder Nahrung, die du dann mehr bekommst. Davon kannst du dir gar nichts. Davon kannst du im Industriezeitalter nicht mal 2 Truppen ausbilden. Ich glaube, wir sind somit auch durch mit dem Industriezeitalter. Jetzt wird es sehr interessant. Boah, ich habe einen ganz pappigen Mund, weil ich schon so viel gelabert habe. Ich muss mal kurz was trinken. So, einmal den Mund durchgespült. Jetzt dürfte das Ganze wieder besser laufen. Wir kommen zum globalen Zeitalter, sprich Stufe 8, sowohl als auch Stufe 9. Sehr interessant, weil ich selbst da noch nicht bin und dementsprechend weniger Erfahrungswerte mitbringe. Was ich jetzt an Erfahrungen quasi versuche, da rein zu implizieren, sind die Sachen, die ich mir vorstellen könnte, wie sie sinngemäß Sinn machen. Wenn es globale Zeitalter-Spieler gibt, die damit schon Erfahrung gemacht haben, sind sie herzlich natürlich eingeladen zu kommentieren und eventuell zu verbessern, sollte ich mich irren mit manchen Sachen. Wir beginnen aber einfach mal. Fürs globale Zeitalter habe ich versucht auch zu identifizieren, was für mich am interessantesten ist. Und da haben wir 3 Forschungen, die ich sehr interessant finde, eine weniger interessante Forschung. Und zwar haben wir Erbe, Widerstand und Befehl, wie ihr sehen könnt. Kriegsführung finde ich weniger interessant. Wir gehen mal zuerst einfach auf Erbe ein. Beim Erbe habe ich geschrieben, Kapitel 1, 2 und 3 sind am interessantesten. Erhöht die offensiven Kräfte von unseren Wundern um mindestens 10%. Erhöht die defensiven, ökonomischen Kräfte von unseren Wundern um mindestens 10% und die defensiven. Warum sie jetzt hier geschrieben haben, mindestens 10%, ergibt keinen Sinn. Sind das jetzt 11, 12, 13? Finde ich schade, warum sie das jetzt so eine komische Formulierung gewählt haben. Dann haben wir Kapitel 4, ist ein bisschen weniger interessant, reduziert die Abklingzeit von Wundern um 2 Stunden. Gut, dann habe ich meinen Blitzkrieg ein bisschen früher. Ich glaube, ich werde davon letzten Endes nichts merken, weil ich den Blitzkrieg eh nur in Weltkriegen einsetze und dann 2 Blitzkriege zur Verfügung habe oder auch 2 Stärke des Gladiators. Letzten Endes haben wir noch Kapitel 5, reduziert die Wunderwechselkosten um 33%, dürfte auch nur die Leute begünstigen, die tatsächlich unzufrieden sind mit ihrem Weltwunder und das tauschen wollen. Ich bin das definitiv nicht. Ich bin mit meinen Weltwundern zufrieden. Gehen wir weiter zum Widerstandskapitel. Hier habe ich ausnahmslos gesagt, alle Sachen sind interessant. Und zwar geht es bei dem Widerstandskapitel darum, dass bestimmte unserer Gebäude die Fähigkeit erhalten, wenn sie zerstört wurden, Einheiten zu spawnen. Und da haben wir einmal Kasernen, spawnen Infanterie, Kriegsakademien, spawnen Panzer, Waffenkammern, spawnen Fernkämpfer, Fabriken spawnen schwere Panzer und Söldnerlager produzierten Flammenpanzer. Was ganz generell ist, sind das Söldnerlager, das einen Flammenpanzer produziert und die Fabrik, die einen schweren Panzer produziert. Wo ich mir ziemlich sicher bin, Waffenkammer, Kriegsakademie und Kasernen produzieren nationenspezifische Truppen. Heißt bei mir ganz normale Infanterie, ganz normale Panzer und ganz normal, dann aber meine nationenspezifischen Fernkämpfer, sprich die Blackwatch. Weil jetzt hier aber steht Blackwatch, bedeutet das, dass sich das an unseren Offensivtruppen und scheinbar nicht an unseren Defensivtruppen ausrichtet. Hier wäre wieder der Erfahrungswert hilfreich, da bin ich mir nämlich unsicher. Normalerweise ist es ja so, dass alle unsere Forschungen, und hier haben wir auch eine defensive Forschung, sprich wir haben hier Luftabwehr und Verhandlung geht über in Widerstand, heißt Widerstand ist ein defensives Kapitel. Und wie bei unseren Waldverteidigern, die sich an unserem höchsten Panzerdepot, dem Kolosseum, sowie Stadtzentrumverteidigern, die sich an unserer höchsten Garnison orientieren und weiß ich definitiv, dass sich unsere Fabriken an dem höchsten Bunker orientieren. Sprich, die orientieren sich an der Defensive. Aber hier steht jetzt bei meinem, wo ist es jetzt nochmal genau, bei der Waffenkammer werden dennoch Blackwatch produziert, wobei es kein Gebäude gibt bei mir, das Blackwatch produziert. Also hier wäre ein Erfahrungsbericht ganz hilfreich von irgendeinem globalen Spieler. Ist es tatsächlich so, dass dann bei den Franzosen auch französische Panzer aus der Kriegsakademie kamen und bei Deutschen oder beziehungsweise Römern oder auch Japanern, dann nationenspezifische Infanterie aus deren Kasernen. Da bin ich mir unsicher, auf jeden Fall spawnen alle unsere Gebäude dann sobald sie zerstört werden, Verteidiger, was ziemlich stark sein kann, wenn man weiß, wie man sie platziert. Als nächstes auch noch relativ interessant, das Befehlskapitel betrifft wieder unsere Generäle. Dementsprechend haben wir auch wieder Ölforschungskosten, nur als nebenbei kleine Information, obwohl es ein defensives Buch ist, reduziert die Abklingzeit, oder ist ein defensives, ist ein offensives Buch, also keine Nahrungskosten, sondern Öl, reduziert die Abklingzeit von Generälen um 1 Stunde, ganz nice, gerade wenn die im Weltkrieg gebraucht werden, gewährt Verteidigern Gatlinguns, und das ist ziemlich stark, wenn Gatlinguner von eurer Burg runterkommen, können gerade feindliche
feindliche Panzer, Infanteristen und andere Generäle davon einen richtig auf die Schnauze bekommen. Denn Gatling-Gunner, wie ihr vielleicht wisst, verursachen Unterdrückung beim Feind. Heißt, die verlangsamen den Feind und nicht halbieren, aber auf jeden Fall verringern den Schaden des Feindes. Heißt, feindliche Generäle, wenn sie eure angreifen, werden von den Gatling-Gunnern tatsächlich sehr, sehr effektiv unterstützt. Kapitel 3 reduziert die Abklingzeit von Generälen um eine weitere Stunde. Bilde einen dritten General mit Hilfe von Öl aus. Sehr cool, dadurch bekommen wir einen dritten General offensiv als auch defensiv. Kapitel 5 reduziert die Ölausbildungskosten von Generälen um 10%. Ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Gerade hochgelevelte Generale kosten viel. Wird euch vielleicht so pro ausgebildeten Zusatzgeneral. Der erste kostet ja nie was, nur der zweite und dritte. Wird euch das so um die 50 bis 80, 90 Öl eventuell je nach Ausbaustufe ersparen. Dann habe ich noch als weniger interessant gekennzeichnet das Kriegsführungskapitel. Natürlich ist das interessant, interessiert euch aber dann in dem Falle nur, wenn ihr tatsächlich auch mit der Fabrik und mit diesen Einheiten spielt. Und ich weiß definitiv, dass nicht alle Spieler damit spielen, eher sogar die weniger. Wir haben hier wieder Maschinengewehrschaden gegen feindliche Verteidiger, wird um 25% ziemlich viel erhöht. Bazooka erhält 50% weniger Schaden von feindlichen Panzern. Bazookas haben ohnehin relativ viel Leben. Und wenn sie jetzt deren Leben im Kampf gegen feindliche Panzer dadurch auch noch verdoppelt wird, dass Panzer einfach die Hälfte an Schaden machen, ist das ziemlich stark, weil Bazookas ja auch noch sehr stark sind gegen feindliche Panzer. Dann haben wir schwerer Panzer MK2, greift 15% schneller an, heißt noch mehr Schaden für unseren Panzer, verringert den Truppenplatzbedarf für Saboteure um 2, dürfte dann sogar nur noch 8 sein und 10% Bazooka-Angriff, auch sehr hilfreich. Somit sind wir durch mit der ersten Stufe unserer globalen Forschung. Kommen wir zur nächsten Stufe, zu Stufe 9, unserer vorletzten Stufe. Wir sind bei 40 Minuten. Genau wie ich es erahnt habe, wird das ein 50-Minuten-Video werden. Besonders interessant gekennzeichnet habe ich bei dieser Stufe das Betrugskapitel. Denn bei dem Betrugskapitel bekommen wir mehr Sperrfallen, also mehr Minenschaden. Ist natürlich angepasst an eure Forschung. Krähenfüße verlangsamen Angreifer um weitere 5%. Enorm stark. Denn gerade im globalen Zeitalter müssten unser Stacheldraht 55, wenn nicht sogar 60% schon verlangsamen. Plus ein Angreifer aus Hinterhalt fallen, dann dürften nicht mehr 3, sondern sogar schon 4, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar 5 rauskommen. Ich meine, aus Hinterhalt fallen kommen jetzt schon im Industriezeitalter 4. Genau, dann kommen sogar 5 daraus. Das ist ziemlich heftig, gerade auch, weil die Infanterie im globalen Zeitalter sehr stark ist. Was haben wir noch? Wir haben Flarak-Schaden, sprich unsere Flugabwehrraketen, die wir bekommen, also eine neue Art von Fallen, die nur feindliche Flugeinheiten anvisiert, bekommen wir nochmal 10% Schaden dazu und wir bekommen eine dritte Flarak dazu, also deutlich geiles Kapitel, deutlich geile Forschung, geiles Buch, alle Kapitel erforschen. Dann haben wir noch Kriegsbeute, auch relativ interessant. Hier bekommen wir unsere Kriegsbeutetruhe, die wir im Multiplay haben, die sich dadurch füllt, dass wir Sterne erringen. Hierdurch bekommen wir teilweise sehr, sehr dringend, ich zumindest, sehr dringend benötigte Handelsgüter. Daher finde ich diese sinnvoll. Wir bekommen 10% mehr Ressourcenbelohnung. Das ist total langweilig. Mir geht es eh nur um die Handelsgüter, weil ob ich da jetzt 30 oder 40.000 rauskriege, macht den Schuh nicht dick am Ende des Tages. Kapitel 2 reduziert die Abklingzeit der Siegestruhe um 2 Stunden. Heißt, wir müssen keine 24 Stunden, soweit ich weiß, mehr warten, sondern nur 22 Stunden plus ein Siegestruhen Handelsgüterbelohnung. Das ist geil, definitiv, das brauche ich. Kapitel 4 reduziert die Abklingzeit der Siegestruhe weitere 2 Stunden, dann dürften wir bei 20 Stunden angekommen sein. Zuletzt reduziert die erforderliche Sternemenge der Siegestruhe 3, bedeutet, wir rutschen von 15 notwendigen Sternen auf 13 ab, was jetzt letzten Endes nicht viel ist. Und das ist auch nicht so sinnvoll zu erforschen, weil ob man jetzt einen Kampf mehr oder weniger macht, macht den Braten nicht fett, es sei denn, man ist irgendwo bei 2400 Orden vielleicht. Nächst interessanteres Kapitel, was ich habe, sind noch Schifffahrt und Sprengstoffe, finde ich beide gleich interessant, da sie uns nur bedingt betreffen. Bei der Schifffahrt ist es so, dass unsere Expeditionen extrem geboostet werden. Wir bekommen mehr Ressourcenbelohnungen, absolut Bullshit, das ist Quatsch, kommt so wenig bei raus. Plus ein Expedition Handelsgüterbelohnung, das ist interessant, wenn man für spezielle Handelsgüter die Expedition unternimmt. Expeditionen kehren 10% schneller zurück. Gerade wenn wir ein hochgeleveltes Dock haben und somit mehrere Tage unterwegs sind, können 10% ziemlich viel werden. 10% Generalbonus Ressourcenbelohnung, nur dann interessant, wenn wir den General mitschicken. Für Ressourcen würde ich den aber niemals mitschicken, dafür brauche ich den eher in der Verteidigung oder Offensiv. Kapitel 5, Expeditionen benötigen einen weniger Bewohner. Ist auch relativ interessant, da die Bewohnung, Alter, bin ich durch.
Ich habe jetzt echt schon zu lange aufgenommen. Verzeiht mir das bitte. Die Expeditionen kosten ab dem Industriezeitalter schon 5 Bewohner. Ich bin nicht sicher, ob es später noch mehr ist, aber wenn man das um einen Bewohner reduzieren kann, ist es auf jeden Fall hilfreich. Als letztes haben wir noch Sprengstoffe. Hier, wie bereits gesagt, sind unsere offensiven Mörser gemeint, nicht die defensiven, und wir können hier Trefferpunkte zweimal, Angriff zweimal und sogar die Reichweite erhöhen. Heißt, wenn wir unsere Truppen voll erforscht haben im globalen Zeitalter, haben die einen richtigen Bums und sogar eine 5er Reichweite, was die Mörser durchaus wieder interessant macht, auch wenn sie bisher bei allen Spielern so verpönt sind. Ja, soweit zum globalen Zeitalter. Wir kommen zum allerletzten, zur Stufe 10. Hier steht überall Stufe und hier steht Level. Das ist ja komisch. Gut, okay, lassen wir so stehen. Kommen wir zu Level 10, Atomzeitalter. Hier als wichtigste Forschung markiert habe ich Radar. Was aber ebenso wichtig ist, gerade für Weltkriegsspieler, wäre Monumente. Wir gehen aber zuerst auf Radar ein, weil davon unabdingbar alle oder unspezialisiert alle Spieler betroffen sind. Und zwar ist es bei Radar so, dass wir die Straßeneffektivität erhöhen, aber diesmal anders. Andersherum. Und zwar nicht bekommt unser Stadtzentrum einen Boost, dadurch, dass es mit Gebäuden verbunden ist, sondern die Gebäude, die mit dem Stadtzentrum verbunden sind, kriegen einen Boost. Und da sehen wir einmal Türme, Mörser, Maschinengewehre, damit sind Redouten gemeint, Panzerabwehrwaffen, sprich Kanonen, Türme oder Ballisten und Luftabwehren. Heißt, bis auf Scharfschützentürme und also alle schießenden Gebäude, bis auf Scharfschützentürme und Burgen, werden geboostet, wenn sie mit der Straße verbunden sind. Und 15%, gebt euch mal, Leute, das ist ein unglaublich fetter Wert. Heißt letzten Endes, die Gebäude werden so unglaublich viel stärker. Wenn ihr die nämlich normalerweise upgradet, könnt ihr mal gucken. Mein Mörser hat jetzt 144 Schaden. Gut, das ist jetzt durch einen Segen, den ich anhab. Ich krieg nur 14 Schaden dazu. Das sind gerade mal 10%, wenn ich ins nächste Zeitalter gehe. Und gerade vom Industrie ins globale Zeitalter kriegt man einen fetten Boost für seinen Mörser. Manchmal kriegt man sogar noch weniger. Sprich, ihr könnt jetzt einfach nochmal die Hälfte mehr durch eine simple Forschung erhalten, die auch noch weniger lange dauert. Normalerweise müsst ihr jeden Mörser einmal upgraden. Und das dauert, glaube ich, alles in allem. Ich glaube, die dauern 12 Tage, bin mir nicht ganz sicher. Wären dann auf jeden Fall 48 Tage. Das sind anderthalb Monate, um alle Mörser um 10% stärker zu bekommen. Wenn ihr sie jetzt hier einfach im Atomzeitalter alle an die Straße anschließt oder die Forschung hier zumindest getätigt habt, bekommt ihr innerhalb von dieser Forschungszeit, was glaube ich, wir sind hier, warte mal, oh, hier ist Radar, hups, Mörser ist Stufe 2, das dürfte vielleicht so 5-6 Tage dauern, dann haben wir 15% mehr Angriff für alle unsere Mörser. Extrem, extrem stark. Ich will jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, es ist für alle Gebäude sehr stark. Und dadurch dürfte auch dann der altbekannte Punkt der Straßennetzverbindung auch wieder in den Fokus rücken, der ehemals ein bisschen verschwunden ist, weil er auch für mich relativ uninteressant geworden ist, weil das Stadtzentrum nur marginal mehr Hitpoints bekommt. Als nächstes gehen wir auf Monumente ein. Hat sich total unspektakulär angehört, als ich es zum ersten Mal gelesen habe und dachte, ich werde ich nie im Leben erforschen. Kann aber unter anderem sehr stark sein, gerade für Weltkriegsspieler. Wir lesen hier, erhöht die Trefferpunkte unserer Wunder. Zuerst Bronzezeit, dann antike Schießpulver, Industrie, Atomzeitalter. Um 30%, fragt sich jetzt jeder, hä, warum soll denn mein blödes Wunder mehr aushalten? Die Wunder haben doch an sich schon relativ wenig Hitpoints, dann bringt auch die 30% nicht mehr. Meins hat jetzt geboostet, 5000 Hitpoints, mal gucken, wie viel die alle haben. 5000, die dürften sogar alle gleich viel haben. 5000 ist jetzt nicht wenig, aber letzten Endes, wenn wir da 30% draufrechnen, das sind so um die 1500 drauf, dann macht den Braten nicht fett, das ist ein Artillerieschuss, sind die weg. Aber ihr müsst auch bedenken, zu verbotenen Städten zählen, zu Monumenten, jetzt habe ich es auch schon gesagt, zu Weltwundern, bin ich durch, zu Weltwundern zählen auch verbotene Städte. Und damit wären wir beim antike Wunder, was die verbotene Stadt ist. Wenn die 30%, sprich knapp ein Drittel mehr Hitpoints bekommt, fällt es dem Feind deutlich schwerer, die eventuell mit Flugzeugen oder mit Dynamit rauszunehmen. Heißt, wir haben dadurch ein ultra interessantes Kapitel für verbotene Stadtspieler und damit nur Kapitel 2. Kapitel 3, 4 und 5 würde ich absolut skippen und später erst erforschen. Natürlich sind alle Hitpoints, die wir für die Basis bekommen, hilfreich, aber dafür gibt es wichtigere Sachen zu erforschen. Jetzt haben wir noch Elite-Fallschirmjäger hier unten zu erforschen, als auch Datenverarbeitung, wobei ich sagen muss, dass sowohl Datenverarbeitung als auch Elite-Fallschirmjäger, letzten Endes sind so Kapitel, die muss man nicht erforschen. Da würde ich sogar Datenverarbeitung eventuell noch vor den Elite-Fallschirmjägern erforschen, weil das mit den Fallschirmjägern natürlich nur Leute betrifft, die tatsächlich auch den Transporter spielen und somit auch gelevelt haben. Bei der Datenverarbeitung gehen wir mal drauf ein. Reduziert die Nahrungskosten der Universitätsforschung 5%, reduziert die Goldkosten der Universitätsforschung 5%, Nahrungskosten, Goldkosten, Ölkosten. Sprich, Goldkosten 10% reduziert, Nahrungskosten nochmal 10% und Ölkosten am Ende auch 10%. Aber hey Leute, das ist ein
Tropfen auf einen heißen Stein. Und zwar wäre es interessant, wenn wir die Dauer der Forschung reduzieren, nicht die Kosten. Ob so ein blödes Kapitel jetzt 300.000 kostet oder 400.000 oder 300.000 und dann durch den Abzug von 10% 270.000. Als ob das irgendwen interessiert. Die Forschung ist, oder die Dauer ist letzten Endes das der Pain in the Ass. Also ist das Datenverarbeitungskapitel auch relativ uninteressant. Bei den Fallschirmjägern haben wir Transport MK1 Trefferpunkte, sprich das Flugzeug, aus dem unsere Fallschirmjäger abgesetzt werden, hat mehr Hitpoints, verringert die Abklingzeit für den Transporter um eine Sekunde, heißt, er kann eine Sekunde schneller wieder eindringen und neue Fallschirmjäger absetzen, ziemlich stark, gerade wenn man das verkürzt. Wir haben am Ende nochmal 2 Sekunden, heißt, im Endeffekt kann man, glaube ich, von 45 Sekunden auf 42 verkürzen. Fallschirmjäger-Angriff, Fallschirmjäger-Trefferpunkte, das sind die Truppen, die dabei rauskommen, auch ziemlich cool, die Jungs haben nämlich an sich schon ziemlich viel Bums und dazu auch noch ziemlich viel Leben. Ich glaube, jetzt sind wir sogar schon durch. Ja, wir sind durch mit aller Büchereiforschung. Wir haben jetzt 50 Minuten fast perfekt geredet. Leute, mein Mund ist echt fusselig. Ich habe absolute Versprechfehler drin, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten oder vor allem nicht unterhalten, sondern besser gesagt informiert. Wenn ihr das Video informativ fandet, liked es, shared es mit anderen Spielern. Mich würde es wirklich freuen, wenn möglichst viele Spieler, die Domination spielen, das Video sehen. Ich habe mir wirklich 3 Stunden Mühe gemacht, ziemlich viel Mühe. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das wertschätzt. Wir sehen uns bald wieder. Euer Domination Tipps.